Wir haben heute eine ziemlich große Box erhalten, die wohl größte, die wir jemals unboxen durften. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns mal an, was hier drin ist. Ich denke, es wird sicher um das neue Fire and Ice Pack von Nike gehen. Aber ja, schauen wir uns mal an, wie die Box von innen aussieht. Okay, schon mal gut verschlossen. Okay, sieht schon mal aus wie Handwerkerzeug. Schauen wir uns mal an, hier sind Handschuhe. Passende Größe auf jeden Fall. Was haben wir hier? So ein Hammer. Und ein Meißel. Hier haben wir jeweils Play Fire und Play Ice, jeweils mit dem passenden Spruch: Der Rasen muss brennen, mit dem neuen Nike Mercurial bist du bestens gerüstet, um ein Feuerwerk auf dem Platz abzubrennen. Bist du bereit, mit dem Feuer zu spielen? Und auf der Eisseite, eiskalt vor dem Tor, unaufhaltsam im Dribbling, mit dem neuen Nike Mercurial lässt du deine Gegner erstarren. Bist du bereit, eine neue Eiszeit auf dem Platz einzuleiten? Ja, ich würde mal sagen, ich denke, ihr seid genauso gespannt wie ich. Und schauen wir mal an, was unter dieser Abdeckung ist. Da sieht schon mal auf jeden Fall nice aus. Hier haben wir das Feuerpack in dem Rot und das dazu passende Gegenstück, das Eispack, sogar mit echtem Eis. Krass. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal so eine Box an. Kann man wahrscheinlich anzünden. Okay, das sind echt Feuersteine. Naja, Spielkind. So, hier haben wir das, den Fire Superfly. Ja, sieht schon mal auf jeden Fall nice aus. Schon ein bisschen Dreck mitgenommen. Ja, in einem kompletten Rot gehalten. Das Gegenstück dazu muss man wahrscheinlich erstmal befreien. Werkzeug haben wir ja schon dafür. Ja, kann man cool. Entweder frei brennen oder ich würde eher sagen, wahrscheinlich sogar frei schlagen. Wow. Das ist natürlich schon echt nice. Muss man Nike lassen. Deshalb greifen wir mal zum Werkzeug, was uns der Nike mitgegeben hat und schauen mal, was wir so machen können. Präzisionsarbeit ist hier gefragt. Wir müssen uns mal so ein bisschen rankämpfen. Wir brechen mal das Eis hier einfach. Ja, sieht schon noch ganz gut aus. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier an die Schuhe rankomme, aber ich meine, das muss schon irgendwie gehen. Ja, ich glaube, wer putzt das am Ende?
das erinnert mich ein bisschen an dieses, an den einen Typen, der immer so ausrastet bei How to Basic, heißt der. Könnte ich eigentlich auch mal machen heute. Ah! Mm-hmm.